Hallöchen Freunde, ich begrüße euch zum weiteren Part von Pokémon Weiß. Wir haben Bauschi entwickelt im letzten Part als Abschluss. Und ja, ich werde mir jetzt ein weiteres Pokémon für mein Team zulegen. Das werde ich aber offscreen machen, weil ich dafür ein bestimmtes Wesen brauche. Aber ich werde schon mal hingehen und euch zeigen, wo man das kriegt. Hey, was gibt's denn? Bell. Komm, krass, wirklich toll. Hier entlang. Ah, okay. Lauf mal ein bisschen schneller. So. Das Musiktheater. Ach so, ja, Musiktheater. Das ist sowas wie Wettbewerbe, kann man fast sagen. Wahnsinn, oder? Hallo zusammen, sehr freut. Ja, okay. Mhm. Deko-Spaß. Ah, wir kriegen die Deko-Box jetzt von dem alten Herren. So, Deko-Box, verstaut. Ne, Itemtasche. Basis-Items, ja. Ja, jetzt können wir unsere Pokémon. Wen nehmen wir denn dafür? Wen dekorieren wir? Ich dekoriere Yorkleff. Der hat sich so oft geopfert. Deswegen bekommt er von mir jetzt eine Deko verpasst. Okay, berühre mit dem Stift und ziehe die auf das Pokémon. Okay. Denke ich mal, das wird einigermaßen machbar sein. Juhu, meine Maus ist jetzt mal zu sehen. So. Was können wir denn Yorkleff anziehen? Wie wär's mit einem Stöckchen? Hey. So. Hey, ich möchte eine richtige Abendgarderobe verpassen. Ich krieg sie im Hut. So. Kann ich das Schleifchen dir auch anziehen hier? Hey, ich will nämlich Schleifchen geben. Hey. Ich wollte aus jemandem ganz brav. Das ist ja doof. Ich wollte ihn irgendwie so den Stock hier geben, der Schleifchen hier so vorne. Kann ich das Thema auf die Stirn? Ach so. Da. Okay. Verstehe, verstehe. Okay. Kann ich das überhaupt irgendwo von dem anbringen? Nein. Geht nicht. Na schön. Ich will es nicht. Warum ist die Schleife da? Nee. Sieht doof aus. So, was können wir denn noch nehmen? Kann den nur im Kopf was festmachen? Das ist ja doof. Ich will mit dem woanders was festmachen. Was haben wir denn noch? Das kann man auch nicht an ihm festmachen. Okay, dann siehst du jetzt so aus. Juhu. Wir haben Yorkleff dekoriert. Unser mutigen Tagesritter. So. Ich werde jetzt einen Pokémon fangen gehen. Auf geht's! Werden wir schnell Pokémon-Meister und fangen uns ein Pokémon. Oh, was ist da los? Papa, okay. Sie wird ihn damit nach Hause nehmen. Das war lang genug. Ich will damit nach Hause. Seit wann reist sie überhaupt mit mir? Sie reist höchstens an mir vorbei. Setz dann mal sofort, Kleiner. Hä? Wer war das? Oh, die Arena-Leiterin. Arena-Leiterin, ja, dich haben wir ja besiegt. Ja, da hast du recht, dass alle Menschen verschiedene Meinungen haben. Mhm. Da hat die Arena-Leiterin recht. Bitte, Papa. Hm. Okay. Er wird wohl Bell doch nicht mit nach Hause nehmen. Ich soll auf Bell gut aufpassen. Okay, Bell. Dann join mal jetzt meine Party. Und lauf jetzt mir hinterher. Da in die Richtung will ich auch. Bis bald. Ja. Wie gesagt, sie reist mit mir. Von wegen. So. Bisschen schneller laufen. Läufst du mir in dein Bild? Ins Bild. Also Menschen gibt's, die sollte man einsperren. Okay. So, wo war ich stehen geblieben? Genau. Pokémon fangen. Auf dieser Route kommt unser Kontrahent als nächstes.
komme ich überhaupt dazu, das Pokémon zu fangen, was ich fangen möchte? Ist jetzt meine Frage. Ich wollte doch eigentlich nur ein einziges Pokémon schnell fangen. Und du mit deinem Kleopatra. Wir schicken sie über in den Kampf, weil sie noch vorne war. Von der Arena. Ich muss unbedingt mal Ausgleichstraining noch machen nebenbei. Mogelhieb. Ach du. Das spule ich jetzt mal vor. So. Mogelhieb finde ich total bescheuert, weil Mogelhieb dafür sorgt, dass wir nicht angreifen können. So, ein Volltreffer und tschüss. So. Und Level Up für Zero. Schon wieder eins. Kriegt dann schon viele. Sodamak. Das ist ein Wasser-Pokémon. Da schicke ich jetzt Bauschi rein. Kann ich euch mal Bauschi zeigen auch, von hinten. Also die andere Ansicht. Flop. So, Bauschi. Ja, ich weiß, das werden viele sagen, werden vielleicht ein paar sagen, dass jetzt das Spiel keine Attacken mehr lernt, außer eine einzigste. Weil es ja eine Steinentwicklung ist, aber das ist in Ordnung so. Weil dieses Pokémon sehr viele Thema-Attacken lernen kann, habe ich feststellen müssen. Gesehen. Oh, müsste eigentlich wohl schlecht sein. Verdammt. Na gut. Ist das ein N? Navitau? Navitau, manch. Naja, also das Pokémon das bekommt noch ein paar TMs ab. Und dann ist es perfekt schon. Scarra. Du schützt dich selbst vor einem Pflanzen-Pokémon. Klar, was hast du für Fisch? Ach komm. Das muss jetzt sein. So. Nochmal. Und wie süß ein Ruckzucki. Ein Volltreffer. Die Computer machen so oft Volltreffer. Das ist mir richtig aufgefallen. Dann, wenn wir es in Bauch machen, die Volltreffer. So. Wechseln. Das ist. Obwohl. Nee, das ist ein Pflanzen-Pokémon. Full Sip. Naja. Warum lassen sie eigentlich nicht die Englischen aus? Naja, auch egal. Und was machst du? Du setzt eine Bäre ein. Der versorgt, dass du sogar noch einen Angriff überlebst. Die Attacke entscheidet es zwar noch nicht ganz, glaube ich, oder? Reicht das aus? Wird es dadurch besiegt? Nein, natürlich nicht. Brr. So, Grasmixer. Okay, aber jetzt. Fuji Chicago bist du. Du willst deine Kräfte messen? Das Kräftemessen hast du verloren. Okay. Ich muss aber unbedingt jetzt meine Aufstellung ändern. Ach ja. Oh nee. Sag bloß, es geht jetzt. Kommt noch eine Sequenz. Ich komme wohl nie dazu, mein Pokémon zu fangen. Mann, oh. Wo kommen wir lassen? Keine von dir? No. Wer ist das? Das ist der Champ. Der Champ, der mich so ein bisschen an keine Ahnung, wen erinnert. Wo habe ich doch so ein Cover. So ein ähnliches Gesicht schon mal gesehen. Keine Ahnung. So. Oh nee, jetzt kommt ein Teampartnerkampf. Ah, zumindest machst du mal ein Pokémon wieder fett. Ein Doppelkampf. Vorschüler Michi. Michi. Du bist ein Vorschüler. So. Bedroher. Ah ja, ist irgendwie so ein normaler Kampf. Kann ich ja vorspulen. So. Okay. Nicht Funksprung. Dann mach ich doch lieber Schockwelle. Ist mir eigentlich egal. Verschwindet einfach. Und einmal weg. So. Nächste Runde ist der andere weg. Kraftschub. Okay. Trierbark. Ach ja. Und tschüss.
Oder auch nicht. Eine Beere. Ich glaub's nicht. Nochmal Kraftschub. Okay, wenn du jetzt angreifen würdest, könntest du Cleopatra mit einem Schlag vernichten. Würde ich mal sagen. Und tschüss. Folterknecht. Bodycheck. Und wieder ein Volltreffer. Damit wäre der Kampf wohl einseitig entschieden. Michi, das war keine gute Strategie von dir, den Bodycheck dann zu benutzen, wenn du so wenig Energie hast. Oh, das spule ich auch noch vor. Okay. Komme ich jetzt dazu, mein Pokémon zu fangen? So. Das gibt's nämlich hier, und da lauert schon wieder ein Trainer auf mich. Na, dann komm, den machen wir jetzt so fertig. Nein, dich will ich nicht fangen. Und ich habe vergessen, schon wieder Zero nach hinten zu wechseln. Komm, kein Trainer. Nein, der Trainer kommt nicht auf mich zu. Okay, Michi, du musst noch ein bisschen wieder leveln. Mache ich jetzt noch die zwei Trainer und dann kümmere ich mich um meinen Pokémon. Ja, gesagt, den einen Trainer und das Item. So rum. Ach, wie süß. So, ja. Eigentlich wollte ich Aquarelle machen. So. Und tschüss. Nee, doch noch nicht. Du für die Verteidigung. Und weg jetzt. Und tschüss. Und Level 27. Perfekt. So, Itemkrallen. Okay. So, da seht ihr das Pokémon, was ich mir fangen will. Ja, Picochilla. Picochilla muss aber zwei besondere Kriterien erfüllen. Es muss ein Wesen haben, was den Angriff erhöht. Und es muss den, die Fähigkeit Techniker haben. Sonst werde ich es nicht fangen. Schon mal im Voraus. Also, ich würde sagen, ich schneide hier und ich präsentiere euch dann das Superchilla. Das richtige Picochilla und... gleich. So, Freunde, ihr würdet euch wundern, warum ich hier stehe, in Stratos City. Aber ich will hier was abholen. Ich habe mir meinen Picochilla schon besorgt und ich habe mir überlegt, ich verzichte auf das extrem gute Wesen für Picochilla. Ich habe ein männliches. Eigentlich wollte ich erst ein weibliches haben, aber jetzt habe ich ein männliches. Bevor wir nämlich das, was wir als erstes gesehen haben. Ich habe dann, es ist 1-2 gefangen und boom. Ich habe jetzt keine Lust unbedingt, 1000 Wesen damit zu suchen. Wir befinden uns in diesem Gebäude hier. Nur als Orientierung. Ja, ich will ein wichtiges Item abholen, das sehr zum Vorteil für uns werden kann. Es ist nämlich der EP-Teiler. Und dazu müssen wir diesen Herren, den wir eben gerade weglaufen haben sehen, wieder einfangen auf gut Deutsch. Und die ganzen Angestellten hier möchten kämpfen. Ich nutze es auch gleich mal als Training für meinen Picochilla. Aber wenn die Gegner noch etwas übertrieben hoch sind, dafür kann man ja einen Wechsel machen und Bauschir zum Beispiel reinsetzen. So. Sie macht irgendwie immer noch Bodycheck. Komm, mega sauber. Zack. Und jetzt bis. Oh, wie süß. Und nochmal mehr. Mega sauber. So, dann hätten wir schon mal die erste Runde. Okay. Kämpfst du auch? Nee, du gibst mir einen Flottball. Danke. Ein Timerball. Danke. So. Und ein Angestellter, denke ich, oder? Ein Angestellter, genau. Ein Kampf-Pokémon. Oh, das Picochilla. Definitiv die falsche Wahl. Und ich schicke wieder Bausch in den Kampf. Und Bauschi, du bist dran. Autsch. Lass dir das nicht gefallen, Bauschi. Mach ihn nieder. So, und tschüss. Der Pokémon mit einem Holzbalken. Da unten machen wir erstmal die Angestellten hier fertig machen. Fertig machen. Machen wir die erstmal fertig. So. Was hast du denn? Ein René. Das kriegen wir auch so kalt. Los, Double Sieb. Zack, zack. Wow.
Liver, du triffst ziemlich gut, muss ich sagen. Oh, jetzt ist Liver eingeschlafen. Ach komm. Ah, Synthese. So ein Mist. Komm, Liver, das schaffst du. Spaßkanone. Ja, bei Spaßkanone wacht Liver auf. Okay, Liver. Das ist deine letzte Gelegenheit, das zu besiegen. Duplex Heap. Sonst wechsle ich dich eher aus, sonst ist mir zu großes Risiko. Okay. Oder? Gucken wir mal nach. Ach, okay, Liver, noch eine Chance verdienst du. Komm. Noch einmal treffen. Sauber, Liver. So. Warpol. Baumwoll. Baumwoll. Ja. Baumwoll. Ja, jetzt haben wir's. Kann ich dich reinschicken? Noch, warum nicht? Los, Michi. Zornklinge. Einmal. Und beim nächsten Treffer bist du weg. So viel dazu. Michi, du bist blind. Pflanzen-Pokémon macht dich gleich taktisch fertig, also lass dir mal was einfallen. Es macht dich fertig. Okay, Michi lässt das nicht zu, dass es das fertig macht. Mindestens das hat Michi gerade kapiert. Okay. Aber ein Paraheiler. Ich wäre ganz schön blöd, wenn ich keinen Paraheiler hätte. Oh, Paraheiler muss ich aufstocken. Muss ich mich dran erinnern. Könnte sonst problematisch werden bald. Ein Billiger. Und was hast du? Du besitzt ein. Oder mit drei, eher gesagt. Oh nee. Barschuf. Ich hasse das Pokémon. Weil es nur Rückschreckattacken kann. Okay, Bauschi, das ist dein Job. Wasserdüse. Okay, Bauschi. Megasauger und weg ist es. Oder auch nicht. Jetzt aber. Lade dich mal wieder auf. Perfekt. So, Liver hat ein Level-Up bekommen. Das ist schon mal gut. Pokémon wechseln. Zu Liver. Ja, es ist ein bisschen blöd, so zu trainieren. Anfangs, aber... Solange man kein EP-Teil hat, ist das die beste Lösung. Also, wir kriegen ja EP-Teile gleich. Ich will ja eigentlich nur, dass Liver eine einzige Attacke lernt, damit ich ihn entwickeln kann. Und das ist die Kehrschelle. Ha, Rückenwind. Nee, Rückenwind will ich nicht. Ich will die andere Windattacke. Okay, dann glänzt doch zwei Attacken. Habe ich mich doch verplaudert. Jetzt habe ich vergessen, Liver nach vorne zu wechseln. Naja. Eine Scope-Linse. Landet öfter ein Volltreffer. Ich muss gerade überlegen. Ob es besser wäre, mit Liver ein Genauigkeits-Item zu bekommen? Och nö. Nein. Dieses Pokémon hasse ich. Aber das wisst ihr ja. Ich zeig jetzt einfach mal alles, was du hast. Hahaha. Spaßkanone. Ich versuche dich mit Liver zu besiegen. So. Komm, Liver, das schaffst du. So. KP. Tafelwasser, Einsatz. Liver. Felswurf. Mit einem Volltreffer versehen. Oh, das war jetzt extrem fies. Okay, Duplex Heap. Mal sehen, ob wir durch die Resistenz durchkommen. Nur ein bisschen. Okay. Wenn ich noch kann, ziehe ich Liver zurück. Ich kann Liver noch zurückziehen. Okay, Bauschi. Deine Aufgabe. Erledige diesen kleinen Stein da. Liver kommt nicht dazu. Die Attacke ist doch ein bisschen zu mächtig. Okay. Gehen wir nun zum EP-Teiler. Hier haben wir nur die Scope-Linse bekommen. Nein, nicht EG. Nicht Erdgeschoss. So, ich will irgendwie
dass der Fahrstuhl nur zwei Stockwerke hat, die man ansteuern kann. Da rechts ist er doch, der alte Mann. So. Ich warte, alter Mann. Ja. Auf zum alten Mann, würde ich mal sagen. Aber erstmal machen wir hier alle Trainer platt. Obwohl, nee. Ich mogel mich durch und mache euch damit EP-Teiler platt. Wer ist damit? Haha. Also nur einen müssen wir besiegen. Zumindest mit... Oh, Angestellter. Grillmark. Kann das Kampfattacken? Nee, das kann doch kein Kampfattacken. Das kann ein Escher. Ich wechsle lieber aus. Ich gehe auf Nummer sicher. Auf, komm, Michi. It's your turn. So. Michi, Aquile. Okay. Vegimark, Pokémon wechseln. Vegimark, Mag, macht Zero. Ich brauche unbedingt noch eine zweite Feueralternative. Alles zu seiner Zeit, würde ich sagen. So, Initiative und Gutes. Sodamark kriegst du auch noch klein. Schockwelle, Gutes. Und dann nehmen wir den EP-Teil, dann hat sich der Rest. So. Ich gucke eben nach, wie viel Zeit wir noch haben. Na, okay, wir haben noch... Okay, wir haben noch genug Zeit. Ja. Komm. Du bist der stärkste Gegner, das werden wir sehen. Der Hausmeister. Mit einem Müllsack. Mit einem lebendigen Müllsack kämpfst du. Nun, wir nehmen mal Michi. Für den lebendigen Müllsack. Unrat-Tyrox. Wie kommen die noch auf die Namen? Unrat-Tyrox, so. Boah, Verteidigung, nicht Spezialverteidigung. Aber wie gesagt, wie kommen sie auf die Namen in dem Spiel? Das verstehe ich immer noch. Liver erreicht Level 21. Versucht Gesang zu erlernen. Oh, Liver, willst du jemanden einschläfern? Komm, das lernst du. Ach, das ist jetzt unfair. Ich mag Pico-Chiller, ich will Pico-Chiller nicht besiegen. Naja. Wir können weg dran vorbei. Michi erledigt das eiskalt mit einem einzigen Angriff. So, den EP-Teiler. Das war mein Ziel. Okay, ich will noch versuchen, in diesem Part eigentlich die nächste Stadt zu erreichen. Deswegen würde ich mal sagen, ich lade jetzt Michi auf, rüst hier den EP-Teiler aus, mach die Kämpfe offscreen schnell. Und wir sehen uns dann wieder in der... Oh, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie die Stadt heißt. Einfach da, wo ich Pico-Chilla gefangen habe. Okay. Bis gleich. So, da bin ich mit einem Punkt... Mit an dem Punkt, ja. An dem Punkt, wo wir Pico-Chilla gefangen haben. Und ja, ja, alle Pokémon sind geheilt. Keiner hat ein Level-Up bekommen in dem Zeitraum. Und Liver hält den EP-Teiler. So, ich will nämlich jetzt noch schnell die nächste Stadt erreichen. So, hier entlang. Ja. Na, wen rufst du an? Bitte lass die Zugpunkte. Ein paar Trainer möchten gegen dich antreten. Ja, danke. Ja, ganz schön nice. Die Zugbrücke. Nicht schlecht. So. Ich bin ein Trainer. Ja. Gut, ich bin auch ein Trainer. Dann gehe ich auch mal hinterher. So. Auf der Zugbrücke entscheiden solche Schatten. Da könnten einmal Federn runterfallen oder auch ein Flug-Pokémon antreten, also ankommen. Davon ich mir ein Exemplar gerne fangen möchte. Von dem
was hier kommt. Wenn hier mal das eins kommen würde. Deswegen gucke ich mal. Ist ein Schatten, oder? Nö. Hab mich geirrt. Wo ist hier noch ein Schatten? Ich will noch ein Schatten. Hier ist die Hälfte. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen warten. Na, hier geht's wieder runter. Komm. Ich will ein Flug-Pokémon haben. Hier gibt's nämlich Flug-Pokémon. Mal schnell mit ein bisschen Speed hier lang rennen. Hallo. Kein Flug-Pokémon. Hey. Kann doch nicht wahr sein. Ich verlasse jetzt nochmal die Ebene hier auf der Seite und gehe nochmal rein. So. Vielleicht kommt ja jetzt eins. Hallo, Flug-Pokémon? Keine Federn? Jetzt ist es, finde ich, das richtig gemein. Jetzt, wo ich ein Flug-Pokémon haben will, kommt keins. Aber wenn ich keins haben will, kommen sie immer. Das ist unfair. Nee, komm. Guck ich mal, ob ich das irgendwann anders kriege. So, wir befinden uns in der nächsten Stadt. Und würde sagen, bevor wir uns in der Stadt umgucken, bin ich gemein und cutte hier. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. See ya.